Der HC Innsbruck empfängt die Vienna Capitals. Nach einer Niederlage zum Auftakt der Platzierungsrunde wollen die Tiroler ihre ersten Punkte in der Zwischenrunde einfahren. Aber der Meister aus Wien startet nach einem 5:0 Heimsieg gegen Zagreb unglaublich fokussiert in die Partie. Nach Scheibengewinn kommt die Scheibe über Nödel und Schneider zu Klubertanz und er trifft sehenswert. Herrliche Aktion der Caps. In Minute 7 geht das Auswärtsteam im Haifischbecken in Front. Und die Wiener üben auch in der Folge hohen Druck auf das Tor der Innsbrucker aus. Immer wieder wird Nechwartal gefordert. Und in Minute 13 wird der Goalie dann zum zweiten Mal bezwungen. Schneider mit dem One-Timer, Brachiala geht's nicht. Das 2:0 für die Caps. Innsbruck hängt sich zwar rein in die Partie, aber die Wiener bleiben gefährlicher und legen vor der ersten Pause noch einen Treffer nach. Diesmal zeigt sich Raphael Rotter im Powerplay treffsicher. 25. Saisontor. Dem Top-Torjäger der Wiener in dieser Saison gelingt mit diesem Treffer zudem sein 400. Scorerpunkt in der Erste Bank Eishockey-Liga. Mit einem 3:0 Vorsprung gehen die Wiener in den zweiten Abschnitt. Auch da zeigen sie sich dann effizienter als die Innsbrucker. Nödel mit der Schussmöglichkeit. Der Kapitän zieht einfach mal ab. 4:0 für das Auswärtsteam in Minute 26. Nechwartal sieht in dieser Szene gar nicht gut aus. Da legst du die nieder. Die Innsbrucker wirken in dieser Phase stark beeindruckt und kassieren nur wenig später einen weiteren Treffer. Zuerst Jerry Polistroni mit dem Zug zum Tor. Und Patrick Peter drückt die Scheibe über die Linie. Die Capitals stellen auf 5:0. Und das schon nach 27 Minuten. Ropalin nimmt kurz darauf den entnervten Nechwartal vom Eis und bringt Svette ins Tor. Und in Minute 31 schreiben dann endlich auch die Haie erstmals an. Im Powerplay wird Druck ausgeübt und Paulsen kann dann die Scheibe ins Tor stochern. Erstmals an diesem Abend wird Lamoureux bezwungen. Die Caps lassen danach mehrere Überzahlminuten ungenützt verstreichen. Die Tiroler zeigen ihrerseits Moral. Und sie treffen dann erneut im Powerplay. Tyler Spurgeon mit dem zweiten Innsbrucker Tor an diesem Abend. 25 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels steht es nur noch 2:5 aus Sicht der Tiroler. Mitch Wall mit dem Assist. Spurgeon ist im zweiten Versuch erfolgreich. Die Truppe von Serge Aubin handelt sich in dieser Phase zu viele Strafen ein und die Partie wird tatsächlich noch einmal heiß. Innsbruck glaubt an ein Comeback im Spiel und Andrew Clark stellt auf 3:5. 22. Saisontreffer für den Kanadier. In Minute 45 kommen die Haie bis auf 2 Tore heran. Lane mit der Vorlage, Clark mit dem Treffer. Spätestens jetzt schrillen beim Meister die Alarmglocken und die Caps haben in Person von Ryan McKiernan eine sofortige Antwort parat. Voll durchgezogen vom schussgewaltigen Defender. Weniger als eine Minute nach dem dritten Tor der Innsbrucker erarbeiten sich die Wiener wieder einen 3-Tore-Vorsprung. 2000 Fans sehen auch nach dem 6:3 für die Caps weiter ein packendes Spiel. Innsbruck lässt nicht locker. Und die Haie verkürzen gut 2 Minuten vor Schluss auf 4:6. Schenach sorgt mit seinem zweiten Saisontor für eine heiße Endphase in dieser torreichen Begegnung. Da wird das Tor von Lamoureux regelrecht belagert, aber der Goalie der Caps lässt sich einfach nicht mehr bezwingen, stemmt sich da mit allem, was er hat, erfolgreich gegen einen weiteren Gegentreffer. Am Ende kochen noch die Emotionen hoch, es darf auch mal ein bisschen gerauft werden. Gleich mehrere Akteure sagen sich wenige Sekunden vor der Schlusssirene intensiv die Meinung, was sich liebt, das neckt sich. Es regnet Strafminuten im Haifischbecken. Ein weiterer Treffer gelingt den Innsbruckern aber nicht mehr. Und so feiern die Vienna Capitals am Ende einen 6:4-Sieg bei den Innsbrucker Haien. Die Wiener halten damit nach 2 Siegen in der Pickround beim Punktemaximum von 12 Zählern. Wäre die Innsbrucker sichtlich gefrustet, noch ohne Punkt dastehen. Ich glaube, die ersten 30 Minuten haben wir überzeugt, haben wir dominiert, super gespielt. Haben auch viele Powerplays gehabt. Ich glaube, das war dann klar, dass Innsbruck dann auch die Chance bekommt, vor allem im Powerplay. Man hat gesehen, wenn man sie ein bisschen außer Acht lässt, schlagen sie sofort zurück.
eine sehr gute Mannschaft, die sehr bugsicher ist und auch sehr skilled ist, vor allem vorne. Und am Ende war es noch eine knappe Partie, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, über 60 Minuten haben wir verdient gewonnen. Wir sind einfach jetzt Top 6, wir spielen nochmal gegen die Top 5 Mannschaften und wir sind nicht ohne Grund da drin. Und wir müssen jetzt einfach wieder anfangen zu sagen, warum wir da drin sind.